Yo, was geht ab, Bro? Du bist nicht von hier, kann es sein? Du bist nämlich der Erste überhaupt, der sich neben mich setzt. Was hat das damit zu tun, ob ich von hier komme oder nicht? Bist du irgendwie verhasst in der Stadt oder so? Diese Stadt ist ganz schön einsam. Danke für deine Freundlichkeit. Nimm das hier als kleines Dankeschön. Yeah! Wir kriegen doch noch einen Mond vor unserer Abreise aus New Donk City. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie hat er denn den Typen gefunden? Ich habe mich hier nochmal umgeguckt, weil ich ja das Gefühl habe, dass wir irgendwo noch einen Eingang oder sowas übersehen haben. Aber ich habe nichts gefunden. Nur dieser Typ ist mir aufgefallen, weil er alleine auf der Bank saß und sowas gesagt hatte wie... Ey, ich sag dir. Irgendwie sowas in der Art. Und dann wollte ich mit ihm sprechen, ging aber nicht. Einfach hingesetzt. Und dann begann das Gespräch von ganz und alleine. Also ein geschenkter Mond, den ich gerne noch mitnehme. Ich guck kurz, was da noch so zu holen gewesen wäre. Wir haben ja mal was von einem Sniper gehört. Ah, jetzt kriegen wir aber auch die Info. Parkplatz. Nähe Heliport. Wie bitte? Da oben soll ich noch einen Mond übersehen haben? Am Anfang? Nicht dein Ernst. Beim Parkplatz auch noch? Aber da steht doch gerade die Odyssee. Oder was meinen die? Kann man hier irgendwo runterjumpen und dann... Ah ne, es kann auch sein, dass man vielleicht irgendwo eine Stampfattacke ausführen muss. Aber hier in diesem Bereich muss es definitiv noch einen Mond geben. Und das kann nicht dieser Steinblock gemeint sein, weil der wird ja erst nach der Hauptstory relevant. Eine sehr kuriose Angelegenheit, wenn ihr mich fragt. Gut, da vorne. Da gibt es ja auch noch diese auffällige Stelle. Diese hier. Aber hier habe ich doch schon tausendmal eine Stampfattacke gemacht. Da gibt es nur Münzen für. Also, ich komme nicht drauf. Oder Moment. Nee, da unten ist auch nichts. Nee. Kein Schimmer. Also, der einzige mir bekannte Mond ist halt der hier, aber den haben wir ja schon. Von daher, ich schlage vor, wir reisen ab und holen uns diesen Mond dann ein andern Mal. 20 Monde hätten wir aus New Donk City benötigt. Wir haben aber um die 40. Demnach steigt unser Counter nun auf. Sage und schreibe 217 Monde. Und mittlerweile weiß man ja, dass es wohl 999 insgesamt sind. Nintendo hat es also tatsächlich geschafft, die 900 Crocs aus Zelda Breath of the Wild mit Mario nochmal zu überbieten. Was ist los mit den Dudes? Oh, wir haben wieder die Wahl zwischen zwei Welten, Polarland und Küstenland. Oh mein Gott! Das ist die heftigste Wahl, die sie mir stellen könnten, weil das Küstenland kenne ich schon und das feiere ich ultra heftig ab. Ich habe es ja schon ein paar Mal in diesem Let's Play erwähnt. Also ich kenne die erste Hauptstory und ein paar Monde. Ich habe es halt auch ein bisschen gezockt und euch eine Preview gezeigt. Das haben bestimmt viele von euch gesehen. Aber auch dieses Polarland, da hat man ja nur eine einzige Szene in der Mario Direct gesehen. Aber ich fand das grafisch alleine schon so mega krass, sodass ich mich nicht entscheiden kann. Aber ich glaube, ich nehme das Polarland voll. Vor allem, weil es wirklich etwas komplett Neues ist. Vom Küstenland hat man ja, wie gesagt, schon einiges gesehen. Aber beim Polarland weiß ich so absolut gar nicht, was auf mich zukommt. Und deswegen gehen wir erst dahin. Da ich das Küstenland als etwas größere Welt in Erinnerung habe, könnte es sein, dass das Polarland wiederum eine kleinere Welt ist. Na, mal sehen. Tschüss, New Donk City. Bis demnächst. Und hallo, Arktis. Vom Forstland aus konnte man die eisigen Gebirge ja sogar schon sehen. Also es wurde mehr oder weniger angeteasert, dass es eine Eiswelt gibt. Finde ich cool.
Dann, das nenne ich mal ein überwältigend energetisches Festival. Nutzen wir diese Energie für unsere weitere Reise. Wo wir gerade dabei sind und ein bisschen Zeit haben, können wir ja wieder ein bisschen quatschen und so. Ich hätte beispielsweise Infos über den Rückwärtssalto. Aber, naja, ich sehe dir schon an, dass du bestens Bescheid weißt. Daher will ich dich mal nicht langweilen. Nächster Stopp, Polarland. Das sieht aber echt kalt aus. Die Rennen dort sollen sehr beliebt sein. Und der Preis ist eine Zuckergusstorte? Ah, ja, dann holt sich der Bowser aus dem Land wohl seine Hochzeitstorte, oder was? Meine Güte, ey. Der Typ ist wirklich unglaublich. Klaut sich alles zusammen. Geschenk vom Tortendieb. Ja, jetzt bin ich echt gespannt, ne? Weil bei der Welt kann man sich absolut gar nichts vorstellen. Was man allerdings gleich sieht, ist, es ist ultra kalt. Und ein Schneesturm wütet. Oh, hier hinter der Odyssee gleich mal zwei Münzen, die natürlich aussehen wie Schneeflocken. Ja, wunderbar. Und das sind 50 Coins gewesen. Das spricht auf jeden Fall für eine etwas kleinere Welt. Ja, die Map ist auch etwas winzig. Aber mal schauen, was wir hier so alles erleben werden. Schneeflockenförmige Münzen, da hatte ich recht. Die Industrie stellt Torten her und von Rennen hat Cappy ja auch schon gesprochen. Durchschnittlich minus 10 Grad. Ja, nicht schön, aber ich habe sogar mit minus 20 gerechnet. Einheimische gibt's, die nennen sich, Schlotterianer. Dichte ist mittel, Topografie tief und weitläufig. Die sehen echt voll süß aus. Ein gefrorenes Land. Ja, vielleicht können wir den Schneesturm ja wenigstens beiseite schaffen. Ich weiß es nicht. Schlotter Grand Prix. Also hier gibt es auf jeden Fall ein Rennen zu absolvieren. Und das hier ist sie, die Torte, die Bowser für seine Hochzeit braucht, ja. Ach, einen Blick noch auf die Mondliste. 37 sind's. Okay. Also es ist definitiv eine etwas kleinere Welt, aber ja, wir werden mit Sicherheit trotzdem unseren Spaß haben und hier vibriert es. Was haben wir denn da? Ah, wieder nur Münzen. Okay. Aber man muss schon sagen, der Trailer hat nicht gelogen. Diese Welt sieht grafisch wirklich beeindruckend aus. Ne, man darf ja nicht vergessen, das läuft auf der Nintendo Switch. Und das sieht wirklich awesome aus. Aber der arme Mario, der friert. Können wir ihm denn nicht irgendeinen Schneeanzug oder so beschaffen? Ah, ja. Hier haben wir direkt was gefunden. Allerdings können wir da noch nicht rein. Ja. Die Erkundung wird mit Sicherheit nicht ganz so leicht wie in den anderen Welten. Weil man halt echt kaum etwas sieht. Hä? Ah, okay. Ein Aufwind, um schneller wieder nach oben zu kommen. Alles klar. Kalt. Super kalt. Komm da schnell raus. Oh shit, dann nimmt man wohl Schaden. Mario ist schon halb gefroren, der Arme. Was haben wir denn hier? Auch ein Block. Kann ich den verschieben? Nein. Aber die Stelle sollten wir uns merken. Die wird auf jeden Fall später auch interessant werden. Ah, und da ist sogar ein anderes Ufer. Ich glaube, ich gucke mich jetzt erstmal großflächig um. Siehst du, zwei weitere Coins. Die wollen wir direkt mal mitnehmen. Und was haben wir hier? Ich bin gespannt auf die Mondfarbe hier in dieser Welt. Die meisten kleineren Level hatten ja immer Gelb als Farbe. Und da sind sich einige von euch auch nicht einig, womit das zusammenhängt. Ich habe mehrfach gelesen, ja, das hat damit zu tun, dass die Welten halt etwas kleiner sind. Andere sagen wiederum, die gelben Monde kommen nur in den Leveln vor, in denen die Odyssee kaputt gegangen ist. Ja, schon komisch. Am liebsten wäre es mir, wir könnten einen der Entwickler fragen. Aber die Möglichkeit haben wir leider nicht. Ich bleibe auf jeden Fall dabei, dass es mir lieber gewesen wäre, wenn es in jeder Welt eine eigene Mondfarbe gegeben hätte. Und die Stelle hier sieht irgendwie sonderbar aus.
Aber in der Mitte zu stampfen bringt nichts. Da ist ein Herz. Vielleicht gibt es da vorne ja so einen Eingang, so einen Höhleneingang oder so. Nee? Ja, das bin halt typisch ich, ne? Ich mache erstmal überhaupt nicht das, was ich machen soll, sondern ich gucke mich großflächig um. Und da vorne sehe ich nochmal zwei Münzen. Müssen wir aber über diesen eisigen Teich drüber. Und jetzt nähern wir uns sogar wieder der Hauptquest. Aber wenn ihr denkt, ich springe da jetzt rüber, dann falsch gedacht. Ich aktiviere nur hier kurz die Speicherflagge über dem Eisbrunnen, okay. Und dann geht's wieder darüber. Durchs eisige Wasser. Ach Gottchen, armer Mario. Du musst schon einiges durchmachen, Junge. Und das alles für eine Dame, die es noch nicht mal für nötig hält, dich warm zu halten, wenn du verstehst, was ich meine. Also eigentlich wünscht sich doch jede Frau so einen Typen wie Mario, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich hätte schon längst die Geduld verloren. Vor allem Peach ist so dumm. Ich hätte nicht wirklich Interesse an so einer dummen Dame, die sich immer wieder entführen lässt. Ah, hier ist der spezielle Block. Okay, wir haben ihn entdeckt. Wir haben ihn entdeckt. Hier ist auch wieder was Gefrorenes. Eine weitere Huttür. Ja, da frage ich mich aber ganz ehrlich gesagt, wie wir das schmelzen sollen. Weil selbst wenn der Schneesturm aufhört, dann wird es doch trotzdem auf gar keinen Fall Plusgrade haben hier in der Welt, oder? Mario, komm da raus jetzt! Man nimmt bestimmt Schaden, wenn man zu lange da drin bleibt in dem Eiswasser. Aber ein bisschen enttäuschend, dass ich keinen einzigen Mond hier finde. Kann natürlich sein, dass ich schon an ein paar vorbeigelaufen bin. Das will ich nicht ausschließen, aber gab doch immer so ein paar offensichtliche Monde außerhalb der Hauptquests. Und auch diese Stelle hier sieht interessant aus. Bin mir aber nicht ganz sicher, wie wir da raufkommen sollen. Oh, ich hatte es fast. Ja, wie geil. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber es hat funktioniert. Nur scheint es uns überhaupt nichts zu bringen. Ach komm, echt jetzt? Hä? Aber diese Holzblöcke, die stehen doch nicht umsonst da. Ich habe so das Gefühl, man bekommt irgendwie später mal eine Möglichkeit, Dinge zu verschieben. Weil all diese Blöcke, die machen den Eindruck, als müsste man sie irgendwo hinschieben und dann spawnt wahrscheinlich ein Mond. Alles nur reine Vermutung, aber so sieht's halt aus. Und diese ganzen eisigen Teiche, die machen mich auch stutzig. Aber es bleibt dabei, ich finde keinen einzigen Mond hier außerhalb. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Welt jetzt natürlich schwieriger ist als die davor. Oh, aber hier haben wir noch was. Nämlich lila Coins. Ja, nicht gerade wenig. Immerhin schon 10 von 50. Ist jetzt auch nicht so verkehrt. Aber ja, über einen Mond hätte ich mich halt mehr gefreut. Okay, dann habe ich jetzt, denke ich, alles gesehen hier außerhalb. Und guck mal, was hier so abgeht. Was, Schnackelchen ist auch schon da? Wirklich? Wie hält der denn der Kälte trotz? Oder wie trotz der Kälte? Und wie hält er der Kälte stand? Wo genau bist du denn? Moment, da drüben ist noch was. Ein weiterer Aufwind, okay. Ah ja, und das ist die Stelle, wo wir vorhin abgedüst sind. Gut, gut. Auch hier laufen wir mal kurz außen rum. Ah nee, das war die Tür. Ah ja, 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 okay, okay, okay. Ich weiß wieder, wo ich bin. Alles klar. Dann könnte man hier entlang oder über diese Eisplattformen. Das sind auch die, die man in den Trailer gesehen hat. Oh, hier könnte was sein. Nein! Och, Menno. Ich habe hier draußen echt kein Glück. Na gut, steigen wir in den Brunnen. Moment mal, hörst du nicht auch etwas unter dem Schnee rumoren? Tatsächlich, ja. Das hört sich an, als würde da unten der Weihnachtsmann hausen.
Aber ich glaube... dass der an einem etwas wärmeren Ort lebt. Oder? Oh shit, den scheiß Stein wollte ich jetzt eigentlich nicht runterschmeißen. Es hätte ja sein können, dass es eventuell ein leuchtender Stein ist. Und der wiederum einen Mond beinhaltet. So, aber ich will da jetzt doch noch nicht runter, weil ich habe das Gefühl, man sollte erstmal hier auf diesen Eisklotz drauf. Ja, das geht auf jeden Fall. Finden wir hier oben vielleicht endlich unseren ersten Mond? Oder ein paar Münzen? Antwort lautet nein. Na gut, dann nix wie rein da! Was erwartet mich hier? Ah, ich war mir nicht sicher. Entweder eine Challenge oder... die Bewohner. Es sind die Bewohner. Schlotterkomben-Siedlung. Okay. Oh, die sind ja mega knuffig. Aber die haben auch Angst vor mir. Warum denn? Ich tue ich doch nichts. Wir sind derzeit alle ein bisschen angespannt. Wieso? Willkommen in den Schlotterkomben. Ja, der ist der Einzige, der mich hier gebührend empfängt. Und ganz nett ist. Geld! Her mit dem Geld! Ja, super, und ausgerechnet ihn schlage ich. Entschuldigung. Ist das hier wieder der Ausweg? Du gehst schon, na dann tschüss. Nee, ich bleib hier, Und schnapp mir erstmal hier diese 4 lila Coins. Oh, was haben wir denn hier? Hinweiskunst. Schon wieder Schnuffelchen. Den haben wir schon mal getroffen. Also, noch nicht im Real Life, aber wir haben ihn schon mal auf einem Bild gesehen. Im Real Life sowieso nicht. Ich meinte im Spiel. Außerhalb dieser Bilder. Der erste Mond! Und er ist tatsächlich... Nee, warte, er ist nicht gelb. Er ist orange. Okay. Ist auf jeden Fall eine richtig... putzige Siedlung hier. Ich glaube, da kann man hoch. Es geht bestimmt irgendwie, aber das scheint mir nicht der vorgesehene Weg zu sein. Warte, verkaufen die hier Eis? Ach, nichts als Scherereien, seit dieses Ungeheuer hier vorbeikam. Kein Rennen, keine Torte. Schlimmer könnte es echt nicht kommen. Die Form eines Schnurrbarts, fast schon hypnotisierend. Ah, da ist der Shop. Du möchtest Souvenirs? Dann bist du hier genau richtig. Aber ich glaube, ich brauche noch ein paar mehr Lila-Coins, ne? Ach, hier bist du, Schlackelchen. Deswegen habe ich dich draußen nicht gesehen. Ja, es hätte mich aber auch ehrlich gesagt gewundert, wenn der draußen im Schneesturm rumhockt. Der chillt einfach mal hier unten. Bitte finde schnell Powermonde. Das Rennfieber wärmt mein Herz. Bitte öffne den Zugang. Was? Was soll ich denn machen? Mir fehlt die Rennpiste. Gibt es etwas Traurigeres als einen Athleten ohne Rennpiste? Oh, da ist Bowser! Mit der Torte! Das ist Bowsers Schiff. Unser schöner Preis, einfach futsch. Ich kann nicht glauben, dass unsere Zuckergusstorte weg ist. Könnt ihr mir denn nicht irgendwie sagen, wie ich ihn aufhalten kann? Ah, du hast was Wichtiges zu sagen. Dieses Ungeheuer hat die leckere Zuckergusstorte gestohlen, die wir sonst als Preis für den ersten Platz vergeben. Dann hat es den Zugang zur Rennpiste versiegelt. Wir brauchen Powermonde, um wieder reinzukommen. Ah, okay, ich verstehe. Deswegen soll ich Powermonde besorgen. Ja, das kann ich durchaus machen. Kein Ding. Ich brauche sie ja ohnehin selbst. Ich leise euch einfach kurz und dann stecke ich sie in die Odyssee. Ich komme da leider nicht rauf. Aber vielleicht kommt man über den Shop darauf. Das kann ja möglich sein. Schauen wir mal einfach mal rein.
Allein schon, weil wir für 100 gelbe Münzen wie immer einen weiteren Mond kaufen können. Also her damit. Was sollen diese Viecher eigentlich darstellen? Es sind keine Eisbären, es sind... Ich glaube, das ist eine Mischung aus... Eisbär und... Robbe. So ein bisschen erinnern die mich allerdings auch an diesen einen Bossfight aus Zelda Twilight Princess. In der Villa. Diese Frau, das war ja auch so ein Schneemensch, ne? Und die Frau sah so ähnlich aus wie die. Okay, ich kann mir auf jeden Fall eine Polarkapuze kaufen, aber leider... kein Anzug. Gut, die Kapuze ist aber besser als nichts. Jetzt sollte Mario zumindest nicht mehr ganz so frieren. Gut, ich würde mal sagen, wir schauen uns einfach mal die weiteren Wege hier in dieser Siedlung an. Aber das führt jetzt irgendwie wieder raus, kann das sein? Ach du Heiliger. Das führt in einen Challenge-Raum. Oh, was ist das? Da hatte ich jetzt ganz kurz die Hoffnung, dass das vielleicht der geheime Mond dieses Raumes ist, aber nein. Oh, und die Wolkengegner, bekannt aus New Super Mario Bros. Wii. Kann man den nicht übernehmen? Doch, kann man. Die waren in NSMBW schon verdammt nervig. Und auch jetzt wollen sie mir mein Leben wieder schwer machen. Aber wenn wir sie kapern, dann kann ja nichts passieren. Und Vorsicht vor den Stachis. Die lassen sich nur zurückdrängen. Aber nicht besiegen. Außer natürlich, wir schubsen sie in den Giftsee. Klar. Ja, apropos schubsen. Hör auf damit! Lass das! Oder weißt du was, ich ignoriere dich einfach. Ach halt! Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Ja. Schön. Mir wäre es jetzt sogar ganz lieb, wenn sich hier ein paar Goombas rumtummeln würden, weil wir haben ja gelernt, die Goombas rutschen nicht. Aber gerade der Weg hier ist sehr, sehr glitschig und ich muss da dringend rauf. Oh, was ist denn das für eine Markierung da oben? Seht ihr die? Ich glaube, hier gibt es noch ein bisschen mehr als nur diese Münzen da. Aber halt, an die komme ich ja gar nicht ran. Hä? Geht's dann etwa nur um diese Markierung hier? Das ist bestimmt der geheime Mond. Ja. Über einem stürmischen Bogen. Okay. Aber wie komme ich an die Coins ran? Da vorne sind auch welche. Ach so, hier diese Wolke. Die ist nicht eingegrenzt wie all die anderen. Die können wir übernehmen und dann hier durchs ganze Areal schweben. Ganz ohne Probleme. Übrigens, nettes Detail, dass die Viecher Weihnachtsmützen aufhaben. Wir haben zwar erst November, aber ja, man kann nie früh genug mit der Weihnachtsstimmung beginnen, oder? Ich bin zwar jemand, der generell eher keinen Weihnachten feiert, aber will jetzt auch nicht den Miesepeter spielen. Könnt ihr auch sagen... Ach, dafür gab es den Mond? Oh, okay. Kann ich auch die Miesepeter spielen und so sagen, das finde ich voll uncool, ja, dass Nintendo hier jetzt so Weihnachtsstimmung macht, das brauche ich gar nicht, okay. Aber, nee, war ja assi. Okay. Dann ist die Siedlung also so aufgebaut, dass wir jetzt 4 Challenge-Räume vor uns haben, wo es wahrscheinlich jedes Mal 2 Power-Monde gibt. Und wenn wir diese Räume hinter uns gebracht haben, dann können wir am Rennen teilnehmen. Und jedes Mal wird eine Bowser-Platte beiseite geschoben. Cooles System. Gefällt mir. Ich mag die Welt, Mann. Nur leider sind wir jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Die Musik ist auch verdammt chillig. Also ich glaube, ich mache mir hier einen netten Tag. Vielleicht haben die ja auch Punsch oder sowas im Angebot. Oder einen heißen Kaipi, ich weiß es nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Super Mario Odyssey. Wieder, Leute. Bis dahin und ciao.